Willkommen auf dem Kanal. Bevor wir beginnen, bitte ich Sie, Ihren Like zu hinterlassen und das Video bis zum Ende anzusehen, denn heute habe ich eine sehr interessante Nachricht für die Fans des FC Bayern München. Im Fußball gibt es Spieler, die selbst in jungen Jahren herausragen. Das ist bei Jamal Musiala der Fall. Ein brillanter Spieler, der zu Beginn dieses Jahres erst 20 Jahre alt wurde. Er spielt auf höchstem Niveau beim FC Bayern München. Und es ist erstaunlich zu bedenken, dass der Chelsea FC ihn im Jahr 2019 für nur 200.000 Pfund ließ. Aber die Überraschung hört hier nicht auf. Kürzlich erhielt Musiala eine Einladung, in der Saudi Pro League zu spielen. Michael Emenalo, der Sportdirektor der Liga, erklärte, dass die Türen für alle Stars offen stehen, die Teil von ihr werden möchten. Sie sind auf der Suche nach den besten Spielern und haben bereits Beispiele von Athleten, die zögerten, bevor sie diese Entscheidung trafen und jetzt sehr glücklich sind. Es ist wichtig zu bedenken, dass viele europäische Spieler, inspiriert von Cristiano Ronaldo, den Weg in den Nahen Osten einschlagen. Ein Beispiel ist Gabri Veiga, ein junger Spieler von Celta de Vigo, der mit 21 Jahren in die arabische Liga wechselte und beim Al-Ahli unterschrieb. Diese Entscheidung wurde vom Mittelfeldspieler von Real Madrid, Toni Kroos, als peinlich bezeichnet. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass Musiala diese Veränderung in seiner Karriere so früh vornimmt. Schließlich spielt er bei einem der größten Vereine der Welt und hat noch viel beim FC Bayern München zu erreichen. Aber wer weiß, in 10 oder 15 Jahren. Die Zukunft ist unsicher und es können viele Dinge geschehen. Ich hoffe, Ihnen hat diese Nachricht gefallen und Sie haben alle Informationen verstanden. Vergessen Sie nicht, Ihren Like zu hinterlassen und das Video bis zum Ende anzusehen. Bis zum nächsten Mal.